Hallo, hey meine Lieben, hier ist Simeon und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ich habe heute für euch wieder was ganz Besonderes. Ich hatte nämlich in den letzten paar Tagen zwei meiner Lieblingsmenschen auf der ganzen Welt zu Besuch, die zufälligerweise auch richtig gute Zauberkünstler sind. Und zwar hatte ich da Moritz Müller und Tom Merten. Genau. Spontan. Und wir haben ganz viel an Zauberei gearbeitet, haben neue Sachen entwickelt, haben an alten Sachen rumgefummelt. Aber wir hatten eine Idee für ein Video. Und zwar, wir haben uns überlegt, wenn wir mit unseren früheren Ichs reden könnten, was für Ratschläge würden wir denen geben aus der heutigen Sicht? Und das wollen wir mit euch teilen, also unsere Ratschläge an unsere früheren Ichs. Und los! Ich würde meinem früheren Ich mit auf den Weg geben, öfter einfach zu machen. Man muss dazu sagen, dass ich vor allem früher sehr dazu tendierte, mir ewig in der Theorie über Dinge Gedanken zu machen, Dinge ganz genau auseinanderzunehmen und zu überlegen, wie das sein könnte in der Praxis. Aber manchmal muss man Dinge einfach machen, ausprobieren und dann bekommt man erst ein richtiges Gefühl dafür. Und man kann einfach nicht die perfekte Nummer am Schreibtisch mit dem Kartenspiel in der Hand in der Theorie entwickeln. Wenn ich meinem früheren selbst einen Ratschlag geben könnte, dann... Eigentlich war ich immer schon krass. Also ich weiß gar nicht, was ich so. Sehr gut, Mann. Sehr gut. Wir lassen das so. Top. Spaß beiseite. Ich würde mir wahrscheinlich raten, weniger visuelle Sachen zu üben. Nicht, weil ich visuelle Zauberei irgendwie schlecht finden würde, sondern weil ich glaube, dass man, um eine Natürlichkeit zu entwickeln, Dinge üben muss, die auch nach etwas aussehen, was der Zuschauer kennt. Also zum Beispiel ein Falschmischen sieht ja einfach nach einem Mischen aus. Und da kann man sehr schön eine Natürlichkeit entwickeln, weil wenn ich einen Color Change mache, das sieht ja nach nichts aus. Also ich kann ja jetzt nicht einen Color Change so machen, wie ein Zuschauer einen Color Change machen würde, wenn das Sinn macht. Also würde ich mir wahrscheinlich einfach raten, mehr Side Steals, mehr False Shuffle, mehr Stacking aus Earnest zu lernen. Ja. Okay, Simeon aus der Vergangenheit. Über an Basics, über an Klassikern. Und wenn du etwas lernst, dann versuche es erstmal so vorzuführen und so einzustudieren, wie es in den Büchern steht und arbeite daran. Versuche zu verstehen, warum die Klassiker Klassiker sind, was diese Kunststücke so toll macht. Das soll dein Ziel sein. Konzentriere dich darauf. Achso. Entschuldigung. Lauf nicht so viel ins Bild. Nimm Rücksicht auf Leute, die Videos filmen möchten. Läuft schon eigentlich? Ja, die ganze Zeit. Achso, echt? Oh fuck, sorry. Ein nächster Tipp an den jüngeren Tom. Sei ehrlich zu dir selbst. Hinterfrage wirklich, warum du Dinge machst, wenn du sie vorführst. Überleg dir, mache ich das, weil das mich jetzt besser dastehen lässt und weil ich das von irgendwem gesehen habe, wo ich das cool fand? Oder mache ich das, weil es irgendwie eine Verbindung zwischen meinen Zuschauern und mir herstellt, weil es meine Persönlichkeit besser transportiert? Und das ist einfach super wichtig, sich regelmäßig zu hinterfragen und nicht irgendwelchen Dingen, Trends hinterherrennen, die man vielleicht mal gesehen hat, cool findet bei jemand anderem oder so. Ich würde mir auch raten, keine Angst zu haben, meine Helden anzusprechen, weil ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Leute, die wirklich richtig was drauf haben, meistens die bescheidensten, nettesten und hilfsbereitesten Leute sind, die man in der Zauber-Community treffen kann. Und da meine ich jetzt nicht einfach Hi oder wie machst du dein Double Lift, sondern wenn man wirklich sagt, Entschuldigung, ich mag total, was du machst und ich würde mich gerne mit dir austauschen, da sind, glaube ich, die meisten hilfsbereiter, als man denken würde. Und noch ein Tipp an den früheren Simeon. Halt einfach mal öfter die Fresse. Vor allem, wenn du dich mit anderen Menschen triffst, mit anderen Zauberkünstlern, die mehr wissen als du, dann versuch einfach nur die Atmosphäre um dich herum aufzusaugen, weil dafür bist du da. Du bist nicht dafür da, um irgendeinen Karten-Trick zu zeigen, der aus deiner Sicht ganz toll ist, sondern du bist dafür da, um von anderen Menschen zu lernen. Und wenn du dann mal was zeigst und du kritisiert wirst, dann erneut halt einfach mal die Fresse und nimm das auf. Versuch dich zu verbessern. Versuch diese Ratschläge wirklich umzusetzen. Ja, das ist ein guter Rat. Mach das. Okay, das war's. Das waren unsere Tipps an unserer früheren uns? Ichs? Keine Ahnung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann macht das, was wir da so machen. Abonniert diesen Kanal oder nicht. Es ist mir völlig egal inzwischen. Aber lasst auf jeden Fall ein Like da. Wir sehen uns irgendwann wieder, genau in dieser Konstellation. Wir wünschen euch noch eine tolle Woche und tschüss.